Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Just Cause 2 Video. Und das Video wird ein reines Rennvideo. Ich werde hier drei verschiedene Rennen starten. Also mal nicht die ganz normalen Missionen machen, sondern hier fange ich an mit dem Motorbootrennen, Checkpointrennen. Und ich habe bei der Aufnahme einen epischen Fehler gemacht. Ich Idiot! Ich habe die Mikrofonaufnahme nicht mitgemacht. Das heißt, ich habe da total viel gelabert und das war alles für den Arsch. Ja, und deswegen muss ich dieses Just Cause 2 Video und das nächste, was kommen wird, nachkommentieren. Also werdet ihr nicht so ganz emotional von mir mitgenommen sein, wahrscheinlich wie sonst. Aber ich muss es wenigstens kommentieren, weil so einfach ohne Gelabere will ich hier in meinen Kanal nichts reinstellen. So ist das. Ja, auf jeden Fall hier das Boot ein bisschen schwergängig, aber so halbwegs geht es ja hier durch diese schönen Tore, die da immer so schön fackeln und leuchten. Und ja, das Boot ist relativ schnell, aber wie gesagt, das Handling ist sehr, da muss man sich ein bisschen drauf einstellen, man muss aber halt vom Gas gehen, damit man da halbwegs die Kurven hinkriegt, aber das ist alles kein Problem. Und die Typen, die mich da eben am Anfang noch verfolgt haben, das war noch von ein bisschen Ärger, den ich da vorher angestellt habe. Und somit sollte das Rennen hier ja kein Problem sein, weil das Boot fährt ja allen davon. Das war jetzt Schwierigkeitsstufe, glaube ich, 2 von 3. Aber das sieht relativ einfach aus, wenn ihr da seht, links 15 von 19 Toren. Also easy peasy, würde ich mal sagen. Wenn man nicht so doof ist und das Tor verpasst, ich verpasse es, ich Idiot. Wie kann man nur so bescheuert sein? Naja gut, aber ich habe noch 1 Minute 40, um das Tor zu erreichen. Und dann hat man ja wieder ein paar Bonussekunden für das nächste Tor. Und dann ist man ja fast da, aber ich Idiot. Ja, aber irgendwie aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen habe ich gerade rausgefunden, dass ich das übersprungen habe. Ich habe das Rennen geschafft und bin mit dem Boot dann weiter hier zum nächsten Punkt gefahren. Die Videos schon alle gelöscht, deswegen konnte ich das nicht nochmal neu machen und deswegen lasse ich das jetzt hier so und sage euch das halt nebenher, ne? Wunderbar. Naja, ich bin jetzt halt auf jeden Fall auf dem Weg zum nächsten Punkt und ja, bin jetzt gerade hier in der Walachei mit dem Boot gelandet. Ich dachte, dass der Punkt näher ist, aber da hinten ist er ja. Und naja, ist ja keine große Entfernung. Man hat ja hier den Fallschirm und das wunderbare, den Greifhaken dabei. Und dann geht es hier zum nächsten Rennen. Wenn man die Landschaften da frei, also erkundet hat und alles, da blinkt eine Kiste, die muss man sich doch holen. Ja, nur wie? Ah, ein Fässchen. Ja, wenn man die, wenn einem das Gebiet gehört, dann werden da auch diese ganzen Rennen freigeschaltet. Und dafür gibt es natürlich auch Knete, Punkte und Belohnungen. Ja, und bei dem Rennen, was ich jetzt hier vorhab, gibt es, glaube ich, Geld. Kann man das sehen? Keine Ahnung, Schwierigkeitsstufe 2 von 3. Hier steht jetzt nicht, wie viel Geld man oder was man bekommt. Aber das Ding geht jetzt einfach mal los. Hier steht dann gleich das Auto da vorne und das ist natürlich auch ein Checkpoint-Rennen. Ich glaube, es gibt auch gar nichts anderes als so Checkpoint-Rennen hier bei Just Cause 2. Und das sieht doch nach einer Art Strandbuggy-Rennen aus. Und ja, dann wollen wir mal sehen, was da auf mich zukommt jetzt hier. Wir haben jetzt hier 16 Tore und das ist natürlich alles hier am Strand im Sand. Und dieser Karren, wenn der mal in eine Seite, in eine Richtung, ja, slidet, driftet, dann wird es ziemlich schwer, wenn man den in eine Gegenrichtung zieht, dann ja, bricht das Ding aus und man liegt wahrscheinlich schneller auf dem Dach, als man denkt. Aber das läuft ja hier relativ gut, die Zeit. Ja, guck mal, da steht jetzt 50 Sekunden bis zum nächsten Tor und jetzt kriege ich ja wieder Zusatzsekunden. Wunderbar, 10 Sekunden extra on top. Hier auf die Pfeiler, die da so im Weg sind, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Aber alles kein Problem, das nimmt man ein. Was sich hier so ein bisschen stört und auffällt, ist ja hier, dass man immer... Oh, schön gedriftet. Oh, den Stein noch ausweichen. Dass da dieser Boden, diese Texturen tauchen immer so ein bisschen später auf alle, ne? In so einem bestimmten Umkreis halt. Aber, na gut, fällt einem nicht großartig auf. Aber jetzt, wenn ich sage, seht ihr es wahrscheinlich auch. Naja, so 8 von 16 Toren, Hälfte ist erreicht, nicht den Pfosten erwischen, nicht den Pfosten erwischen und erwischt ihn, er erwischt ihn. So, jetzt geht es hier an der Klippe entlang und gleich kommt eine Serpentine, da sieht man schon oben auf der Karte, was da grob auf einen zukommen kann. Aber es wird ja immer nur der nächste Checkpoint eingeblendet, aber das ist ja auch nicht so schlimm, das reicht ja immer aus. Und der ist jetzt da unten, fährt man jetzt außen rum oder direkt runter, was mache ich? Ah, ich fahre irgendwie dann doch mitten rein und faile hier so ein kleines bisschen. Das Tor dreht sich so ein bisschen mit Glück gehabt. Das Auto ist dreckig. Weiter geht die Fahrt. 12 von 16. Und die Zeit ist, glaube ich, ziemlich im grünen Bereich. Und da nehme ich den Pfosten mit. Da seht ihr, jetzt komme ich ein bisschen ins Bedrängen.
Aber weiter geht die Fahrt. Und jetzt geht's auch mal auf eine öffentliche Straße mit ein bisschen Gegenverkehr und einmal kurz rammen. Aber da ist ja auch schon das Ziel. Und somit ist das Rennen geschafft. Wunderbar. Easy peasy. 20.000 Geld erwirtschaftet. Und Pong nochmal in das komische Auto damit genommen. Ja, so, was mache ich jetzt? Sieht man jetzt schon was? Ich weiß ja gar nicht, wie das Video weitergeht. Auf dem Weg zum nächsten Rennen, wo ich hin will, das ist in der Stadt und wie ihr seht, das ist weit entfernt, will ich euch mal ein bisschen in Schwindeln bringen mit einem Flieger. Ja, da könnte einem schwindelig werden und man kann auch den Überblick verlieren. Passiert mir aber nicht. Das ist so ziemlich eines der schnellsten Flieger, die man hier so hat. Hier am Boden sieht man das übrigens mit dem Auftauchen der Texturen, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Hier ist irgendwie so ein Kanal mit so einem Hebewerk für Schiffe. Das ist aber nur so ein optisches Ding. Da fahren nicht wirklich Schiffe rein und werden nicht wirklich hoch und runter gehoben. Das nur mal so nebenbei. Wir machen ja hier eigentlich ein Rennvideo. Und ja, ich fliege hier lang. Naja, ich glaube, ich werde jetzt auch gleich überspringen, dass man nicht den ganzen Flug dahin... Also ja, noch 6 Kilometer, ne? Also, oh Mann, ich kann so tief fliegen. Ich kann unglaublich tief fliegen. Ja, 6 Kilometer, das muss ich euch ja nicht antun. Da hinten ist ein Colonel, der auch noch irgendwann erledigt werden will von mir. Und jetzt verfolgen mich noch die Raketen von diesem scheiß Stützpunkt. Aber die sollten mit dem Flieger kein großes Problem sein. Oh, die Sonne. Oh, diese Grafik ist ja an sich atemberaubend. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt ist das Ganze übersprungen und da oben startet das Rennen. Und da muss ich natürlich wieder spektakulär hinkommen und kurz vorher ausspringen. Das ist ja jetzt schon Tradition bei mir. Und raus, das Flugzeug explodiert im letzten Augenblick. Und da oben fängt ein Rennen an. So, Basti, da oben fängt ein Rennen an. Wie denn auf dem Dach fängt ein Rennen an? Mit was denn? Mit einem Helikopter? Nein. Mit einem Flugzeug? Nein. Fliegende Untertassen gibt's nicht. Nein, das Rennen ist... werden wir gleich sehen. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich das übrigens auch nicht, was das jetzt ist. Jetzt störte mich hier irgendwie ein Hubschrauber. Irgendwo ist hier ein Hubschrauber, man hört einen Hubschrauber. Man hört ihn, aber man sieht ihn nicht. Ich trinke noch einen Schluck, bevor ich mir das Rennen hier gönne. Da ist noch ein Paket. Prost. Und da ist es. Rennherausforderung, Schwierigkeit 3 Sterne. Und ich bin, und ihr seht hier so, da steht Typ. So ein Typ, der da runterspringt oder was. Runterspringen und dann so eine Strecke. Hä, ich hab's erst nicht gerafft, aber na klar. Na klar. Was muss ich machen? Hier vorne ist das erste Tor. Am Haus runter und dann... Man sieht das nächste jetzt nicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber man sieht ja, man muss springen. So, dann springe ich jetzt mal hier. Und da ist das nächste Ding. Und wie komme ich jetzt dahin? Jetzt muss man gucken, dass im Flug... Das Steuern geht ziemlich schwer im Flug. Jetzt ein bisschen senkrecht runter, aber da habe ich es verfehlt, leider. Also, Kacke, verkackt und Mist. Ja, wenn ich da durchkomme, wird es wohl nicht mehr so steil sein. Jetzt heißt es also... Ein neuer Versuch muss her und ich bin ja nicht der Mensch, der ziemlich schnell aufgibt. Ich werde das einfach nochmal neu versuchen. Ich meine, das ist die höchste Schwierigkeitsstufe. Und jetzt haben wir hier den dritten Versuch. Den zweiten Versuch, ups. Es muss doch irgendwie da so runterzukommen sein. Senkrecht jetzt mal so nach unten lenken. Ja, das kommt der Wut! Oh nee, das geht ja mal gar nicht. Ja, da wäre das nächste Tor, da sieht man's. Also, nochmal Versuch, dritter jetzt am Start. Ich gebe nicht auf, die Sonne geht unter, es wird immer dunkler. Und in der Nacht wäre natürlich auch noch alles machbar. Ist ja egal, jetzt nochmal springen. Und den triffst du, Sebastian. Oh, die Fallschirm gezogen im letzten Augenblick. Wunderbar. Also noch erreicht, jetzt hier das nächste Ding. Und jetzt muss man wahrscheinlich mit dem Fallschirm weiterfliegen. Ah, verpasst, aber es sind ja noch 33 Sekunden Zeit. Da kann man nochmal durchfliegen. Hoffentlich schaffe ich das hier irgendwie. Ja, der geht weiter und der nächste Punkt lässt nicht lange auf sich warten. Der ist da hinten zwischen den Häusern. Das ist alles zwischen den Häusern. Spider-Man lässt grüßen. Jetzt werde ich mich hier durchfliegen und vielleicht muss ich dann auch gleich mal, weil jetzt die Geschwindigkeit rausgeht, ein bisschen hier mit dem Enterhaken weiterarbeiten. Und ja, ich ärgere mich hier auch an der Stelle so ein bisschen, dass ich nicht diesen anderen Fallschirm dabei habe mit dem Totenkopf drauf, weil der halt wirklich ein besseres Handling hat. Aber weiter geht's jetzt. So, wir uns mal hier ran, ein bisschen Geschwindigkeit holen. Und dahin ist der nächste Punkt. 6 von 12, die Hälfte ist geschafft. Vor allen Dingen der schwerste Teil meiner Meinung nach, der Anfang. Da hatte ich ein bisschen Glück, würde ich sagen, eben, aber es hat geklappt. So, jetzt hier wieder ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen und dann klappt die ganze Sache auch mit dem Fallschirm. Wunderbar, jetzt sind die Punkte immer weiter weg, aber... Upsala.
Sieht doch alles ganz gut aus. 30 Sekunden, so viel werde ich wohl noch schaffen. Wir neigen uns dem Ende entgegen. Hier in der Stadt. In dem Sonnenuntergang. Da ist noch die Palme. Nicht die Palme erwischen und da dran kleben bleiben. Jetzt hier noch ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. 2 Punkte sind noch zu machen. Und dann ist das Ding gegessen. So, ja. Das ist jetzt der Endspurt. Zielgerade. Und da haben wir es geschafft. Mein Rennvideo mal zwischendurch zur Abwechslung für die, die meine Just Cause Videos bis jetzt ja gerne verfolgt haben. Und ich verabschiede mich natürlich wieder mit einem atemberaubenden Blick vom Dach eines der Hochhäuser hier in der Stadt. Wunderbar, oder? Schön, schick, nice. Ja, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Und ja, dann bis zum nächsten Video.